ich bin der Alex, bin bei Nöhm DC in Dornbirn und meine Aufgabe ist es im Außendienst. Also Bannen fahren, abschleppen, alles was so auf uns zukommt. Also bei uns ist die normale Arbeitszeit immer von 7 bis 19 Uhr. Und von 19 Uhr bis 7 in der Früh ist dann wieder die nächste Schicht. Das heißt also, wir sind 24 Stunden natürlich erreichbar. Egal ob jetzt Feiertag oder nicht Feiertag. Meine Aufgabe ist allerdings mit dem da hinter mir, mit dem Speziellen, so gesagt, ich mache Banne, Fahrten und Abschleppen. Aber ich habe deswegen auch eine eigene Dienstzeit. Meine Dienstzeit ist von 8:30 in der Früh bis um 8 am Abend. Also in Dornbirn sind wir dann zu viert, das heißt zwei LKW-Fahrer, ein Bannenfahrer, wie gesagt von 7 bis 19 Uhr und ich als spezieller Fahrer. Also jetzt rein nur Stützpunkt Dornbirn, sprich in anderen Stützpunkten ist dann jeweils noch ein anderer Mann zuständig für seinen Bereich. Ich habe jetzt noch keine Kinder, meine Freundin muss Gott sei Dank auch an Weihnachten arbeiten. Jetzt habe ich gesagt, okay, bei mir ist sowieso keiner zu Hause zu Weihnachten und ich habe mich dann freiwillig gemeldet, dass ich zu Weihnachten arbeiten kann, weil es steht ja, spricht nichts dagegen. Es ist eher ruhig zur Weihnachtszeit und man sieht einfach, wie man die Menschen glücklicher machen kann und einfach weiterhelfen kann. Das ist für mich persönlich auch eine große Freude. Naja, die Einsätze sind immer ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob Feiertag ist, ob kein Feiertag. Zu den Tageszeiten, ab 4 ist meistens am meisten los. Wie gesagt, ist ganz unterschiedlich. Es kann auch sein, dass jetzt Weihnachten, man kann es nicht sagen, 20 Einsätze hast, weil einfach, wenn es kalt ist, dass mehr Batterien zusammenfallen oder eventuell im Schnee stecken bleiben, wir wissen es noch nicht. Lassen wir es auf uns zukommen.